Jetzt reicht es mir nämlich. Jetzt reicht es mir nämlich. Jetzt platze ich. Jetzt raste ich aus. Liebe Freunde, erneut nähert sich das jährliche Fest der Schande und erneut klaffen dadurch bei unzähligen MitbürgerInnen schmerzhafte Wunden auf. Die Rede ist vom unsäglichen, abartigen Herrentag. Ein Tag für Herren seit tausenden von Jahren. Ja, quasi seit Anbeginn der Zeit ist jeder Tag ein Herrentag. Doch die Zeit der Sklaverei ist zum Glück vorbei und damit auch die Zeit ihrer Herren. Bis auf die Männer, die mit Ballerwerken die Innenstädte unsicher machen und Chaos schüren. Wussten Sie, dass 4 von 10 Frauen in ihrem Leben bereits Opfer von schlechten Witzen eines besoffenen Mannes wurden? Liebe Freunde, nächstes Jahr, und das verspreche ich Ihnen, wird der Herrentag Geschichte sein. Und auch dieses schreckliche, schreckliche, ich mag es kaum aussprechen, Vatertag ist im Jahre 2023, liebe Freunde, nicht mehr tragbar. Allein durch den veralteten und non-inklusiven Begriff Vater fühlen sich mindestens 400 Menschen in unserem Land aufs Heftigste verletzt, diskriminiert und traumatisiert. BürgerInnen, die im Angesicht einer menschenverursachten Klimaapokalypse das einzig Richtige tun und sich nicht fortpflanzen, dürfen nicht unter der Rückwärtsgewandtheit einiger Vollpfosten leiden. Ich schlage deshalb, ja, danke, das muss einfach mal gesagt werden, ich schlage deshalb einen Menschentag vor, der mit sofortiger Wirkung und vor allem unter strengstem Alkoholverbot den Herrentag ersetzt. Vielen lieben Dank. Ich kann mit den Nerven nicht mehr. Du musst mich nicht anrufen. Hör jetzt meine Nachricht. Ich bin...